Mythen gemacht. Und glaub mir, ich habe sehr merkwürdige Dinge gefunden. Und ich dachte mir, ich gehe der ganzen Sache mal ein bisschen auf den Grund und guck mal, was ist überhaupt da dran. Und ja, einiges hat geklappt, einiges ist schief gelaufen. Und wenn ihr dran bleibt, dann seht ihr, warum man sich auch nur mit Möhren die Zähne putzen kann oder ich vielleicht ab sofort meine Schminke nur noch im Kühlschrank aufbewahre. Es sind sehr witzige Sachen dabei. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich dachte mir, für den Start beginnen wir mal mit einem der etwas normaleren Sachen, die ich rausgesucht habe. Und zwar geht es um diese Stifte, Kajal- oder Konturstifte. Davon habt ihr zu Hause bestimmt ganz schön viele. Und ich habe herausgefunden, dass diese Stifte sich besser spitzen lassen, länger halten, nicht abbrechen und man sie auch besser auftragen kann, wenn man sie im Kühlschrank lagert. Das ist eigentlich ein ziemlich simpler Trick, von dem ich persönlich zum Beispiel auch schon mal gehört habe, aber trotzdem habe ich es einfach noch nie gemacht und deswegen probieren wir das jetzt mal zusammen aus, ob da was Wahres dran ist. Ich habe mir für den Versuch einfach 10 gleiche Kajalstifte geholt. 3 davon lasse ich ganz normal im Raum, 3 kommen in den Tiefkühler und 3 kommen in den ganz normalen Kühlschrank. So, zack rein. Und da bleiben die Stifte jetzt auch erstmal ein paar Stunden drin, bis es weitergeht. Die Zeit, in der die Kajalstifte jetzt erstmal ein bisschen hart werden müssen, nutzen wir natürlich sinnvoll direkt für den nächsten Tipp. Und zwar ist das folgender. Man kann das Zähneputzen, also das normale Zähneputzen, dadurch ersetzen, dass man eine Möhre intensiv isst und kaut. Und das habe ich vorher noch nie in meinem Leben gehört. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der das gemacht hat. Und für mich klingt das ehrlich gesagt auch ein bisschen nach absolutem Schwachsinn. Aber wer weiß, vielleicht ist ja was dran. Und deswegen hole ich mir jetzt mal flott eine Möhre und probiere das Ganze aus. Angeblich braucht ihr nur eine ganz normale Möhre, um eure Zähne zu reinigen. Ich habe sie vor dem Experiment erstmal geschält und gewaschen und dann kann es auch schon losgehen. Schön intensiv kauen, wie sie in der Anleitung steht. Möhre ist aufgegessen. Ich glaube, ich habe noch nie so schnell in meinem Leben eine Möhre gegessen. Hat sehr lecker geschmeckt, aber mein allererstes Gefühl, ich habe überall noch Möhrenstücke im Mund. Überall zwischen den Zähnen hängen mir die Möhrenstücke. Fühlt sich nicht sehr sauber an. Mein Atem ist nicht frischer. Ich habe sogar eher das Gefühl, dass meine Zähne gelber dadurch geworden sind. Also ich gehe mir auf jeden Fall jetzt erstmal richtig die Zähne putzen. Und ihr solltet auch nicht auf Möhren umschränken, sondern weiter bei eurer Zahnbürste mit eurer Zahnpasta bleiben. Keine Ahnung, wer dieses Gerücht in die Welt gesetzt hat. Für mich ist es auf jeden Fall völliger Quatsch. So, zurück zu unseren Kajalstiften. Die waren nämlich jetzt mehrere Stunden im Kühlschrank und im Gefrierfach. Und ich würde sagen, ich hole die jetzt mal raus und dann gucken wir mal zusammen, ob der Mythos wirklich stimmt. Als erstes machen wir uns ans Spitzen und hierfür breche ich erstmal an allen 3 Stiften die Spitzen ab, um sie dann wieder zu spitzen. Als allererstes ist der Stift dran, der im ganz normalen Zimmer lag. Der lässt sich einfach ganz normal spitzen und nichts bricht ab. Dann ist der zweite Stift dran, der kommt aus dem ganz normalen Kühlschrank. Auch hier bemerkt man keinen Unterschied, der lässt sich genauso wie der erste Stift spitzen und es bricht nichts ab. Genauso wie beim dritten Stift aus dem Gefrierfach, also bei allen 3 Stiften dasselbe Ergebnis. Kommen wir nun zum Test, wie der Stift sich auftragen lässt. Als erstes wieder der Stift aus dem ganz normalen Zimmer, lässt sich wunderbar nach ein paar Mal hin und her bewegen auftragen und die Farbintensität ist auch sehr gut. Auf der anderen Seite zum Gegentest der Stift aus dem Kühlschrank, genau das gleiche Ergebnis, man musste nicht länger oder weniger reiben und die Farbintensität ist gleich. Und zum Schluss noch der Test mit dem Stift aus dem Tiefkühlfach, auch hier das gleiche Ergebnis. Tja, alle Kajalstifte haben bei mir in allen Tests absolut gleich abgeschlossen. Egal, ob er aus dem Kühlschrank, aus dem Gefrierfach oder ganz normalen Zimmer kam. Alle haben sich gleich anspitzen lassen. Keiner ist eher oder gar nicht abgebrochen. Und vom Auftragen war es auch bei jedem Kajalstift das gleiche. Ich habe nirgendwo irgendwie einen Unterschied gemerkt. Von daher ist dieser Beauty-Tipp bei mir auch völlig daneben gewesen und hat mir gar nichts gebracht. Aber ihr könnt mir ja mal eure Erfahrungen in die Kommentare schreiben. Vielleicht lag es auch einfach an diesem bestimmten Kajalstift, wer weiß. Also, wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt, schreibt mir in die Kommentare und sonst kommen wir direkt zu meinem nächsten Beauty-Tipp. Und zwar habe ich herausgefunden, dass man in Milch baden soll, damit die Haut weich wird und gepflegt wird. Und eigentlich soll Milch genau alles das können, was ein normaler Badezusatz auch kann. Ich habe schon mal
dann setze ich mich jetzt mal in eine Milchbadewanne. Zack, los geht's. Ich habe erstmal die Badewanne mit Wasser befüllt und jetzt braucht ihr einen Liter mit 3,5%iger Vollmilch. Die gebt ihr einfach wie einen ganz normalen Badezusatz in die Badewanne und dann habe ich es mir erstmal eine gute halbe Stunde gut gehen lassen und mich ein bisschen entspannt. Daumen nach oben für den Milchtrink. Das ist einfach so cool. Ich habe das ja vorher noch nie gemacht und ich werde es aber mit Sicherheit jetzt öfter machen, denn nachdem ich gebadet habe, hat sich meine Haut so weich und sanft angefühlt. Eigentlich war das so ein Gefühl, als ob man sich gerade frisch eingecremt hätte mit so einer Feuchtigkeitscreme und die Creme wäre gerade eingezogen und ja, es hat sich einfach gut angefühlt und ich habe natürlich auch den Julian gefragt, auch er hat gesagt, dass meine Haut viel weicher ist als sonst. Von daher, ich bin absolut begeistert davon und werde das bestimmt jetzt noch öfter machen. Vor allem ist einfache frische Milch bestimmt eh viel gesünder und besser als diese ganzen chemischen Badezusätze. Ja, und damit sind wir auch schon direkt bei unserem allerletzten Versuch. In meinem letzten Beauty-Tipp, den ich rausgesucht habe, geht es um Haare. Und zwar um Folgendes. Normalerweise benutzt man ja eine Spülung oder eine Sprühkur oder was auch immer nach dem Waschen, damit man die Haare besser durchkämmen kann. So, der Beauty-Tipp besagt, man soll sich nach dem Waschen aufs feuchte Haar eine Tasse Kräutertee kippen und das soll die Haare pflegen und man soll sie dadurch auch besser durchkämmen können. Ich kann es mir ehrlich gesagt jetzt noch nicht vorstellen, aber auch das habe ich noch nie gemacht, von daher gehe ich jetzt mal ins Bad und probiere das einfach mal aus. Wie es der Beauty-Tipp besagt, habe ich mir einen Kräutertee aufgegossen und ihn natürlich erstmal abkühlen lassen, damit ich mich nicht verbrenne, wenn ich ihn mir über den Kopf kippe. Und ja, ob das jetzt wirklich was bringen wird, werde ich jetzt herausfinden. Für den Versuch habe ich mir extra meine Haare nur mit Shampoo frisch gewaschen. Und bevor ich sie jetzt kämmen darf, muss ich mir erst den Tee über die Haare schütten. Davon natürlich jetzt klitschnass gewesen und deswegen musste ich sie nochmal abtrocknen und dann ging es auch schon ans Kämmen und wie ihr bei diesen Bildern wahrscheinlich gerade seht, bin ich fast verzweifelt. Es ging einfach gar nicht. Nicht, dass ich nur meine Haare nicht mehr durchgekämmt bekomme, ich habe einfach Tee auf meinem Kopf. So, wie ihr wahrscheinlich gerade gesehen habt, der Tee hat eigentlich genau das Gegenteil bewirkt. Meine Haare haben sich beim Kämmen so hart und stumpf angefühlt und ich bin gar nicht durchgekommen. Also ich fand, es war sogar noch schlimmer, als wenn ich gar nichts in die Haare machen würde, denn dann habe ich auch schon Probleme, die durchzukämmen. Das Handtuch hat abgefärbt, es war nachher gelb vom Haare trocken rubbeln vom Tee. Nee, einfach völliger Blödsinn, wie fast alle Beauty-Tipps, muss man ja wohl mal erschreckend feststellen, die ich hier rausgesucht habe. Eigentlich hat nur eins wirklich krass geholfen und das war in Milchbaden. Also damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich habe gedacht, mehr ist wahrheitsgemäß und funktioniert. Aber na gut, das sind jetzt meine Ergebnisse und es hat mir einfach mega Spaß gemacht, das mit euch zusammen auszutesten als so kleinen Selbstversuch und Experiment. Und wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr vielleicht Bock habt, dass öfter solche Videos kommen, denn es gibt ja noch hunderte Beauty-Tipps und auch bestimmte Tipps, die den Alltag erleichtern sollen, wovon keiner so richtig weiß, stimmt das oder stimmt das nicht. Also, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr Bock auf mehr solcher Videos habt, zeigt mir das doch, indem ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt. Ich würde mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Ich hatte riesigen Spaß beim Ausprobieren und natürlich auch beim Drehen des Videos. Und ja, dann hoffe ich natürlich, dass ihr auch Spaß beim Zugucken hattet, dass es ein bisschen spannend und lustig zum Anschauen war und vor allem, dass ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet.